Hallo, wir sind die Band Wir und sind aus Freiburg. Wir spielen heute Abend hier in München in der Muffathalle bei der Coca-Cola Soundwave Discovery Tour. Unsere Band wurde Ende 2004 gegründet, und zwar von Nico und mir. Musik machen wir, weil wir Spaß dran haben, und deswegen haben wir auch die Band gegründet. Musik ist unsere Leidenschaft. Wir machen Rock-Pop-Musik mit deutschen Texten. Ja, von den Besuchern erhoffen wir uns, dass sie sich auch wirklich anstecken lassen und mitmachen. Wir haben einen Bus organisiert mit 50 Leuten, mit denen wollen wir Spaß haben. Die sollen die anderen 1450 Leute, die noch in der Halle mitstehen, anstecken, und wir wollen einfach ein geiles Konzert heute Abend spielen, geile drei Songs. Hinter dem Bandnamen Wir steht jetzt nicht irgendwie ein Kürzel oder so dahinter versteckt, dass einfach die Anfangsbuchstaben sind, sondern Wir heißt eigentlich schon das, was in der deutschen Sprache bedeutet, erste Person Plural, wir gehören zusammen. Wir wollen eins sein mit unseren Fans. Bei unserer Musik geht es im Großen und Ganzen um Popmusik. Sie ist eingänglich und ist auch radiotauglich. Aber wenn man dann genauer hinhört, ist natürlich Rock dabei. Es sind laute Gitarren da. Es könnte sein, dass wir uns nicht mehr sehen. Ganz besonders heute Abend freuen wir uns auf unseren letzten Song, den wir spielen, haben wir extra am Ende platziert. Und der hat uns auch schon die ganze Woche total begleitet. Wir waren eine Woche Straßenmusik machen und der Song heißt Stören. Hinter dem Text stehen wir ziemlich dahinter, weil es geht im Refrain darum, dass immer mehr Leute, junge Leute in unserem Alter, einfach nur das machen, was ihnen gesagt wird. Das ganze vorgegebene Leben, man macht zuerst Schule, dann macht man eine Ausbildung, geht vielleicht studieren statt der Ausbildung und geht dann ins Berufsleben und irgendwann stirbt man. Und da wollen wir ein bisschen gegenwirken und zeigen, dass es auch anders geht und dass wir es mit der Musik auch schaffen können. Musik ist für uns alle drei sehr wichtig und auch schon viel mehr als ein Hobby. Wir verbringen eigentlich auch Großteil unserer Freizeit damit, auf der Autobahn rumzufahren, zu irgendwelchen Auftritten. We'll be right back.
Am schönsten ist für uns, auf der Bühne zu stehen und live zu performen, weil man dann richtig die Power spürt und die Leute hat, die einen anfeuern. www.wirwirwir.de